So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen das heute mal genauso wie beim letzten Video. Wir haben noch keine Ahnung, was in diesem Video zu deinem Golf so alles passiert. Was sich noch ergibt. Genau, aber da Marius ja 24/7 an dem Ding am Schrauben und Optimieren ist, wird auf jeden Fall ein bisschen was zusammenkommen. So, letzte Video endete ja damit, dass wir auf dem Event waren und da steigen wir jetzt ein. Wobei, es war kein Event, sondern es war für uns ein reiner Testtag. Danke nochmal dafür, dass wir da teilnehmen durften. Genau, das heißt, wir durften, Alex vom Race 1000 musste nach dem Winter jetzt seine Anlage mal testen und hat 2, 3, 4, 5, 10 Autos eingeladen, dass wir einfach ein bisschen testen konnten. So, war für uns natürlich perfekt, weil wir konnten wirklich komplett ungestört, ohne 1 Million Zuschauer, einfach mit dem Auto so die ersten Meter machen. Weil bis auf das Fahren auf dem Messegelände ist das Ding ja wirklich noch nie 1 Meter gefahren. Ja. So, das heißt, wir haben wirklich von null an angefangen und haben erstmal alles durchgetestet. Das heißt, erstmal geguckt, ob das Steuergerät wirklich alles das macht, was es soll, die Gänge erkennt, Geschwindigkeit passt. Dann haben wir geguckt, ob der Kupplungspedalschalter geht, damit so dieses No-Lift-Shift halten und so weiter funktioniert. Und dann wenn der Fahrer es dann nutzt. Genau, wenn der Fahrer es nutzt. Und dann haben wir uns unten raus langsam rangetastet und haben, ich würde es euch jetzt am liebsten in dem Steuergerät zeigen, aber da hatte ich ja in dem letzten Livestream schon gesagt, das nächste Mal, wenn wir uns die Loks angucken, machen wir das mal live, damit ihr auch ein paar Fragen stellen könnt. Deswegen gehe ich da jetzt nicht zu detailliert ein. Auf jeden Fall kann man das EMU-Steuergerät gangabhängig abstimmen. Das heißt, die erste Stufe der Traktionskontrolle, ich sage jetzt mal einfach Traktionskontrolle, ist, dass man ihm für Gang 1, 2, 3, 4, 5, 6, in dem Fall 1, 2, 3, 4, 5, vorgibt, prozentual, wie viel Ladedruck er überhaupt machen darf. Das heißt, damit nicht gleich alles auf der Straße liegt, haben wir erstmal bei 0% angefangen und sind einfach ein bisschen gefahren. So. Man muss dazu sagen, es war brutal warm, ja. 32 Grad und haben einfach mal geguckt, was passiert, haben uns dann relativ schnell nach oben getastet. Das heißt, am Ende war es so, erste, zweite Gang, Dosendruck, 0% Ladedruck, selbst da dreht er durch. Mhm. Ist halt bei Frontantrieb so, jetzt muss man immer dazu sagen, weil viele immer wieder sagen, wie sinnlos ist das. Trotzdem fährt so ein Auto noch im Bereich von 5 Sekunden 0-100 oder 100-200, was nicht langsam ist. Jeder, der schon mal 5 Sekunden auf 100 gefahren ist, weiß, wie schnell das ist. Das heißt, so ein bisschen drehende Räder ist immer gut. So, haben dann angefangen, im dritten Gang Druck draufzulegen und dann im vierten Gang. Und am Ende, ich sag mal, die letzten Videos, die ihr gesehen habt, waren das so ungefähr, ich sag jetzt mal vorsichtig, 750, 800 PS vielleicht. Mhm. Waren so 1,6, 1,7 Bar. Dann wiederum wurden wir allerdings leider unterbrochen, weil uns zweimal der Keilriemen weggeflogen ist. Der ist auch leider immer noch weg. Der ist aktuell noch weg. Der ist auch ganz weg. Also er wird in Neuharnberg noch liegen, vermutlich. Wir wissen noch nicht ganz genau, warum. Ich vermute, es wird irgendwie ein bisschen was damit zu tun haben, dass unten die Servopumpe fehlt. Mhm. Dass der Riemen dort auf der Servopumpe definitiv links, rechts nochmal geführt wurde. Und oder der Riemen zu lang oder zu kurz war. Dass er nicht ausreichend gespannt war, ja. Auf jeden Fall ist da Baustelle, deswegen mussten wir am Ende abbrechen und eigentlich war die Zeit eh vorbei. Aber das ist so die nächste Baustelle. Konnten ja trotzdem 7 mal fahren oder 8 oder so. Ich weiß genau, 7, 8, 9, 10 Läufe haben wir locker gemacht. Konnten dann auch wirklich erste bis vierte Mal durchziehen. Bis auf Keilriemen alles perfekt geklappt. Was sensationell war, war definitiv Wassertemperatur, Öltemperatur. Mhm. Weil noch krassere, Situationen wird man jetzt definitiv nicht kriegen. Ne? Schlimmer kann es nicht werden. Genau, 32 Grad anstehen, weil immer nur ein Auto gefahren ist. Trotzdem, ich glaube, das Höchste, was ich gesehen habe, waren mal irgendwie 90 Grad oder so, vielleicht ja, mal 92. 94 oder so, genau, das war das Höchste so, ja. Weil da einfach der Lüfter dann läuft, ne? Alu-Downpipe auch immer noch dran. Die ist noch unter uns. Die ja anfänglich so belächelt wurde, funktioniert auch noch bis heute. Und generell aus den Loks gesehen, funktioniert auch alles definitiv top. Ja, läuft eigentlich noch relativ entspannt so, ne? Dann kam eine witzige Situation, wie das Schiebedach aus diesem Auto rausfliegt. Das Witzige ist, das Gleiche ist vor 2 Jahren schon mal passiert. Genau. Ich habe schon eine Weile eine Beziehung mit dem Schiebedach. Um da mal einzusteigen, müsste man aber erstmal erwähnen, dass dieses ursprüngliche Schiebedach, wie wahrscheinlich die meisten denken, so in dieser Form nicht mehr vorhanden ist. Da ich ja auch immer auf der Jagd nach günstigen Kilos bin, habe ich diese ganze Schiebedachkassette aus dem Auto rausgenommen. Somit auch alles, was Thema Schiene, Thema Halter und Thema Blechdach ist. Mhm. Wie man sieht. So, und das war jetzt schon, ich sag jetzt mal, ein Schiebedach-Einsatz von Artium, ne? Genau. Baltic Carbon gibt es übrigens auch zu kaufen für jeden, der das auch haben möchte. Natürlich nicht in der Version, die rausfliegt. Und nicht in der Version, die schon so aussieht, aber da der schon ein paar Mal auf der Straße lag. So, das Problem bei hier war einfach,
das Schiebedach wird logischerweise von, in dem Fall von oben eingesetzt. Mhm. Das heißt, es kann natürlich auch nach oben rausfliegen. Genau, es wurde in die Richtung nicht gehalten. So, nun war schon lange fertig die nächste Version mit einem bisschen breiteren Kragen, die man dann dementsprechend von unten montiert. Ja, genau. Die dann halt nicht mehr raus kann. Ne? Also Archimod ist das hier breiter gelassen, sage ich mal. Das kürzen wir jetzt noch ein bisschen ein, so wie wir das für richtig halten. Und dann wird das definitiv in Richtung raus gehalten. Mhm. Gucken, ob wir es dann noch im Kopf kriegen. Mhm. Nein, ich denke mal nicht. Witzig ist auf jeden Fall, man sieht ja wirklich gar nicht, dass es Carbon ist eigentlich. Ja, das ist nicht so eingefallen. Ja. Mittlerweile ist es aber auch zwei, dreimal lackiert wahrscheinlich deswegen. Mhm. Aber ich hatte halt einfach nur so zwei, drei Aluhalter und dann einmal rum Scheibenkleber statt einer Dichtung. Habe gehofft, dass das reicht. Wie man sieht, hat es aber nicht gereicht. Ja, ich glaube, das ist einfach auch, das ist sowohl die große Fläche, wo der Wind drüber geht, ne? Als auch, dass das natürlich noch relativ weich ist, ne? Und arbeiten kann. Ne? Das wird sich einfach so rausziehen, was hier natürlich nicht geht. Das heißt, was machst du jetzt? Das heißt, erstmal lasse ich das jetzt in irgendeiner Form lackieren, entweder weiß oder Klarlack, da müssen wir uns länger drüber unterhalten. Mhm. Kürze das ein, Form lackieren und dann einmal die wundersamen Klebereste vom Wochenende entfernen und dann von unten drunter und wieder vernünftig. Also einmal einkleben und dann noch einmal abdichten. Mhm. Mittlerweile hat natürlich der Himmel auch massiv gelitten, da ist ja eh noch mein Traum, einen ohne Schiebedach zu verbauen. Dafür muss der Käfig aber raus, das wird dann nochmal eine andere Nummer. Aber damit das zu Late Night so auf jeden Fall, oder L8 Night, wieder drin ist, werden wir das jetzt so erstmal machen. Wo du Käfig sagst, irgendwer hatte unter dem Video kommentiert, er sieht, wie hinten der Käfig arbeitet. Hast du da irgendwas gesehen? Ja. Also ich habe es mir selber ehrlich gesagt in dem Moment nicht nochmal angeguckt, aber ich weiß nicht, wo man das nicht sehen hat. Also der ist halt normal, wie ich das möchte, fest. So. Mhm. Okay. Ja, okay, das heißt aber, das Dach kriegst du theoretisch, ohne den Käfig auszubauen, von unten rein? Genau, das kriege ich da so reingefummelt. Den Himmel aber nicht. Den Himmel aber nicht, das ist dann nochmal was anderes. Aber da ich den Enel Alcantara dann möchte, wird das nochmal eine neue Baustelle. Okay, hier muss aber auch genauso wieder eine Dichtung zwischen, wo du dir überlegen kannst, ob Scheibenkleber oder ob Dichtung. Genau, Dichtung wird nicht funktionieren, weil die hat einen Metallkern und wird, also eigentlich ist das richtig so, das Dach so abzuschneiden, weil da wird jetzt die Dichtung reingedrückt, wie so eine Türdichtung. Und das Schiebedach hat ja dann innen halt da, wo es geführt gehalten wird. Mhm. Das heißt, auch in diesem Fall werden wir es jetzt nur einkleben und vernünftig abdichten, sauber und fertig. Okay, also keine Dichtung nochmal um, keine nur Kleber. Dichtung. Ja. Aber ich sag mal, spätestens, wenn jetzt, selbst wenn hier nur ein Zentimeter links, rechts, rundum überall sind und das von unten gegengeklebt ist, wird dann ja, nicht dann passieren. Sollte eigentlich. Dann müsste es ja brechen, um rauszufliegen, das wird, glaube ich, nicht passieren. Also, falls einer von euch auch so einen Carbon-Einsatz haben möchte, ich weiß, Artium hat die für diverse Autos schon gemacht. Ja. Egal ob Golf, Porsche, ich glaube ein bisschen BMW und so auch sogar, einfach Artium kontaktieren. Dann gibt es so ein Lightweight-Schiebedach hier, weil viel wiegt das wirklich nicht, ne? Weil guck mal, man sieht doch schon, wie sich das so. Ja, es ist halt mittlerweile. In Jahre gekommen. Ja, wir haben schon einiges. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendeinen gibt, der dieses nostalgische Carbon-Teil hier trotzdem gerne hätte. Ja, der Volltraum wäre natürlich ein Dach ohne Schiebedach, dann wäre das ganze Problem einfach weg. Aber die Dachhaut lässt sich nicht so optimal tauschen wie bei deiner, wie beim B5, sag ich mal. Also das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema, ob man eventuell... Weil die theoretisch ja auch bis komplett mit Windlauf ist. Ne? Genau, es ist eigentlich eins, also es geht in die A-Säule über, das heißt, man müsste es bewusst irgendwo trennen, ähnlich wie ihr es bei dir jetzt gerade oben und so weiter. Ne? Mhm. Ja, sonst eigentlich alles soweit Taco, ne? Ja, sonst war ich eigentlich begeistert. Getriebe lässt sich schalten, Kupplung funktioniert, Wasserkühlung funktioniert, Ladeluftkühler, da waren wir leider im letzten Video nicht mehr drauf eingegangen, den habt ihr einfach nur nachgeschweißt. Genau, vielleicht, ich probiere mal, dass du die Handybilder einblenden kannst, Maxi. Da haben wir zwei Stäbe reingesetzt, einmal, damit der Kühler nicht auseinander kann und nochmal zwei Winkel ums Netz rum, damit der Kasten nicht mehr weg kann. Also das sollte jetzt so eigentlich. Also wie so eine Art Anker, der genau. Drin ist. Okay, ja, hat ja auch erstmal funktioniert. Ja. Klar, war jetzt nicht der Druck, aber... Ich bin auch der Meinung, ich konnte in dem Lok ein bisschen sehen, dass der Abgasgegendruck nochmal wieder ein Tucken runtergegangen ist. Also er ist erstaunlicherweise auf der Straße geringer als auf dem Prüfstand. Oder wegen den neuen Federn. Genau, jetzt kommt allerdings dazu, dass wir auf dem Prüfstand nicht mit 1,7 Bar gemessen haben, sondern 1,7 Bar mit der alten Nockenwellenstellung noch gemessen hatten. Deswegen ist das so ein bisschen... Aber wir werden auf dem Prüfstand nochmal fahren. Auf jeden Fall nochmal testen. Ja, ich würde sagen, als nächstes gibt es erstmal ein bisschen Zeitraffer, wie du das Dach hier reinfriemelst vielleicht, ne? Ja. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So, Schiebedach ist drin. Zeitraffer habt ihr jetzt bestimmt gerade vermisst. Gab es leider keins, weil war so unspektakulär, dass ich dachte in dem Moment, als ich es angekündigt habe, dass du jetzt den ganzen Käfig rausnehmen willst mit Himmel und volles Programm.
Gott sei Dank erstmal nicht. Ging dann aber doch von oben rein, das Dach. Ja, es ging. Okay, das heißt, Dach ist jetzt einfach rundum mit Scheibenkleber von unten geklebt und dann noch einmal abgedichtet. Genau, Primer und dann geklebt und einmal eine Optiknaht gezogen. Ist eigentlich auch. Meinst du, das hält jetzt hier 300? Bislang ja. Muss ja. Sieht dann aber doch eigentlich in Carbon ganz cool aus. Wir waren uns nicht sicher, ob man es weiß lackiert, schwarz macht, Carbon lässt. Jetzt ist es erstmal aufgrund der Zeit Carbon geblieben, ne? Genau, jetzt bleibt es erstmal so. Ja, rausziehen nach außen kannst du dich jetzt logischerweise nicht, ne? Ne, jetzt haut es uns auf den Kopf oder so. Gucken wir mal. Deswegen. So, jetzt zeigen wir euch noch was anderes. Ja, jetzt gibt es erstmal nochmal eine kleine Anekdote. Und zwar, wie lange waren jetzt diese Le Mans-Felgen auf dem Auto? Boah, lange. 2010? So, das ist nämlich was Witziges. 12, die so? Le Mans habe ich ursprünglich mal gekauft für einen 2er V6, den ich hatte. Den habe ich dann allerdings wieder verkauft, hatte die Felgen über. Du wolltest damals die Felgen unbedingt haben. Genau. Damals aber noch zu einem Preis, wofür man heute 2 kriegen. Damals war das noch human, glaube ich, ne? Ja. Ich weiß nicht, was waren das? 2 Mille oder 1,5 oder so? Ja, 1,3 oder 1,5 irgendwie, ja. Ja, so, auf jeden Fall, seitdem sind da tatsächlich diese Felgen drauf. Mhm. Natürlich hier und da mal ein paar Räder für die Meile, aber du wolltest unbedingt mal wieder einen neuen Satz für die ganzen Messen, Events und so weiter haben. Genau, also die bleiben in der Familie, keine Angst, die Felgen, aber ich hatte einfach mal Lust auf was Neues, wie das dann so ist. Das heißt, kein Performance-Satz jetzt, sondern mehr, ich sag jetzt mal vorsichtig, einen Standsatz, einen Messesatz, einen Showsatz, genau. Wo man ja, natürlich auch mal mitfahren kann. Genau. Ne? Genau. So, und dann kam die Firma OZ auf uns zu, witzigerweise, und haben uns einfach mal ein paar Felgen geschickt, 5x100. Da ist die Auswahl nicht ganz so groß. Genau, 17, 12. Und ja, diese drei hatten wir jetzt zur Auswahl. Dazu muss man sagen, einmal Sparco. Sparco ist eine Tochterfirma von OZ. OZ-Felgen kommen ja bekanntlich aus Italien, wie auch hier drin steht. Made in Italy. Du hast bei dir auf der Limo auch OZ-Felgen? Genau, genau diese hier. Und ja, jetzt wollten wir einfach mal ein bisschen testen und gucken, welche Felge auf dem Golf am schönsten aussieht. Ja. Weil das Auto ist jetzt ja eh nicht so der Standard-Golf mit diesem Diffusor und dem Spoiler und so weiter. Ne? Mhm. Das heißt, da kann schon eine Felge drauf, die auch mal ein bisschen anders aussieht. Ne? Genau. So, das heißt, wir haben einmal die typische OZ Super Turismo, ne? Genau. Ich finde ja dieses Matte in Grau eigentlich geil. Das finde ich eigentlich cool. Ja. Und dieses OZ Racing in der Mitte erinnert mich immer so an diese alten Formel 1 Zeiten. Ja. So, wo halt immer dieser Formel 1 Felge stand halt auch immer so OZ Racing, ne? Ja, immer noch ein langjähriger Traum von mir wäre irgendwas mit Zentralverschluss, aber mit einem echten Zentralverschluss, aber das ist einfach finanziell auch... In Orange eloxiert? Ja, etwas unüberschaubar, deswegen bleibt es bei 5-Rad-Schaum. Dann haben wir hier... Hyper GT heißt sie. Fanden wir optisch am PC zunächst ganz witzig und haben auch davon mal eine bekommen zum Probestecken. Was mir persönlich gar nicht gefällt, ist immer, wenn der Stern hier weiter raussteht. Das ist so für mich immer so ein. So das mit der Schutzkante hier außen finde ich eigentlich ganz cool, aber wenn das hier so rüber steht. Also ich finde eh ein allgemeines Problem bei 17 Zoll sind halt diese kurzen Speichen. Ne? Mhm. In 19 sieht das natürlich immer gleich ganz anders aus. Ne? Mhm. Aber ja, also, gucken wir mal. So, und dann gab es noch Sparco Terra. Kommt übrigens ursprünglich aus dem WRC-Bereich, weil ich habe mich mal ein bisschen informiert, warum die Felge hier so breit ist. Weil die Felge wurde ursprünglich für den WRC-Bereich gemacht, das heißt, die fahren ja auf dem Schotter und so weiter. Mhm. Und das soll die Bremsscheibe schützen. Okay. Das soll die Bremsscheibe vor Steinschlägen schützen. Und da ja bekanntlich auf dem Golf jetzt nicht so die größte Bremsanlage drauf ist, kann man die damit ein bisschen... Liegt allerdings rein nur daran, weil du halt die kleinen Felgen für die Meile fahren willst, ne? Ja. Kann man hier so ein bisschen was hinter verstecken. Ne? Ja, schwierige Auswahl. Alle cool? Alle auf ihre Weise cool, ja. Also die ist halt immer irgendwie schlicht. Mein Traum wäre es ja mal nach Italien ins OZ-Werk zu fahren, ne? Weil wir felgenmäßig eh noch relativ wenig gezeigt haben, aber ich habe da schon so raushören lassen, das wird auf jeden Fall schwierig. Okay, vielleicht mal anders mal. Die Italiener müssen da wohl noch ein bisschen drüber grübeln. Ja, aber OZ finde ich ist halt einfach immer, wenn es um Leichte und Racing geht, ist halt einfach immer OZ. ATS gibt es halt auch noch, ja. Aber OZ, das sind halt einfach die Urdesigne, ne? Wo man einfach immer mit arbeiten kann. Ne? Ich hatte bei mir auf der Limo auch mal OZ Ultralegera drauf. Finde ich auch immer cool noch auf dem W5. Ist allerdings das Problem, in 19 Zoll wirkt sie nicht, weil der Reifen zu dick ist. Mhm. Wenn du sie dann in 20 Zoll siehst, wie zum Beispiel bei Phil auf dem roten RS4, ist ein Unterschied. Mhm. Sieht gleich 10-mal brutaler. Mhm. Cooler, geiler und so weiter. Einzige halt, was ich an der Felge nicht mag, dass am Wörthersee wirklich 40% mit der Felge umfahren. Ne? Ja. Aber aussehen tut's. So, hier sieht man es nämlich auch nochmal. Engineered by OZ. Ja. Wusste ich vorher auch nicht. Ich habe bei Sparco immer in Sitze gedacht. Mhm. Wieder was gelernt.
Sind alle 7,5x17? Ja. Und sind, soweit ich weiß, glaube ich, auch alle mit TÜV, ne? Also laut den Papieren auf jeden Fall. Ja. Ist zwar für das Auto so wirklich so 100% irrelevant. Ja. Aber schön zu wissen, ne? Aber. Okay, ich würde sagen, wir stecken mal alle Probe und dann müssen wir uns vor allem entscheiden. Entscheiden wir uns und mit ganz viel Glück sind die Räder auf der Late Night am Wochenende auf dem Lausitzring schon drauf. Ne? Ja, das hoffe ich. Action. Durchgedreht hat, ne? Ja, so ziemlich. So, also er lief auf jeden Fall sauber und hat durchgedreht und mal gucken, was Mario sagt. Jetzt die beiden ersten Viertelmeile-Läufe dieses Jahr. Ja. Mal wieder perfektes Wetter dafür, extrem warm. Man würde jetzt denken, traktionsmäßig deswegen extrem gut, aber bisher eher Fehlanzeige, ne? Ja, also entweder ja, Strecke oder Reifen halt doch nicht so. Geil. Also was heißt, es war nie die Disziplin von dem Auto, mich hat es natürlich trotzdem gejuckt und dich auch, deswegen sind wir ja mal gefahren. Eigentlich wollten wir nur testen, wir haben jetzt ein bisschen angefangen und haben jeden Gang einem eigene Ladung gegeben. Also wir haben quasi für jeden Gang eine bestimmte Taktung definiert und haben das jetzt über die Läufe so weit rausgefahren, dass er jetzt im letzten Lauf dann schon so mehr oder weniger in allen Gängen genauso an der Grenze war, beziehungsweise vierte dann schon stark gedreht hat. Ja, das war ein bisschen zu viel. Das heißt, da ist jetzt einfach auch die Grenze erreicht, weil es war auch schon mit No-Lift-Shift geschaltet und so weiter. Da können wir jetzt noch 20 Läufe machen, aber das Auto läuft eigentlich schon so schön und sauber, dass man da keine Quantensprünge mehr machen wird. Ne? Nee, bin ich auch mega happy. So, das scheint alles entspannt zu laufen, aber ja. 220 hatten wir jetzt doch gut, ne? 222, ja. 222, so. Ich denke, da ist dann irgendwann in der Fahnenstange. So. Ich würde sagen, auf jeden Fall cool, dass alles läuft, dass alles funktioniert, gerade mit den Temperaturen bei denen draußen. Und du kannst ja noch ein paar Leute fahren, ein bisschen gucken, machen, tun und dann ist wahrscheinlich eher halbe Meile wieder angesagt. Genau. Ja, einmal wollten wir noch einen Prüfstand eigentlich, ne? Und dann das nächste Race 1000. Wir sind aber immerhin jetzt im vierten Gang schon die Taktung gefahren wie auf Prüfstand. Ja. Also das waren zwar nicht 2,1 Bar, sondern eher nur 1,9. Aber das wird schon in die Richtung dann kommen. Das fuhr auch schon schnittig. Tja, ich würde sagen, ein paar Läufe hast du ja noch. Ja. Danke fürs Zuschauen und mal gucken, was wir im nächsten Video machen. Ja.